Hallo und herzlich willkommen, Maverick hier mit einem neuen Tutorial zum Thema Propellerheads Reason. Heute mit dem zweiten Teil der Reihe kostenlose Rack Extensions. Meine persönlichen Empfehlungen für euch, Sachen, wo ich sage, die solltet ihr euch auf jeden Fall angucken und im Rack haben. Die sind sehr nützlich und eben umsonst. Gut, Kandidat Nummer 1, den ich euch heute vorstellen möchte, das ist die sogenannte Distortion Chain oder Distort Chain abgekürzt hier, die ihr eben im Propellerhead Reason Shop laden könnt. Und das Besondere an dieser Verzerrungskette ist eben einerseits die relativ coole Auswahl, die wir hier haben, die verschiedenen Charakteristiken, die wir hier auswählen können, von einem Bitcrusher über verschiedenste Distortion-Setups, auch Ringmodulation ist hier mit dabei, auch Low-Pass- und High-Pass-Filter, verschiedene Delay-Geschichten und Phaser-Geschichten können wir hier auch noch aufrufen. Und dann gibt es immer zwei Parameter, die sich dann hier entsprechend des Typs auch ändern. Und diese Parameter können wir dann hier auch nochmal ansteuern. Also auch hier eine wirklich coole Möglichkeit schon mal. Und das eben auf drei Instanzen verteilt. Also die dann in Reihe, beziehungsweise ja doch in Reihe geschaltet sind. Gut. Das Besondere, was dieses Gerät noch mitbringt, ist ein LFO, beziehungsweise es sind insgesamt zwei Stück und ein Follower, den wir noch aktivieren können. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer für euch zu erkennen. Diese LFOs können eben hier ausgewählt werden, hier oben LFO 1, 2 und der Follower. LFO 1 ist orange, der zweite ist grün und der Follower ist blau. Und dann können wir den LFO hier aktivieren, indem wir hier draufklicken. Und dann können wir hier eben unterschiedlichste Parameter verändern. Unter anderem können wir zum Beispiel die Rate verändern oder wir können auch den Typ der Wellenform uns aussuchen und können dann jetzt hier eben auch eine Temposynchronisation anmachen und jetzt hier zum Beispiel das Tempo erhöhen. Ganz normal wie jeder andere LFO auch. Und wenn wir den jetzt auf irgendeine Effekteinheit legen wollen, zum Beispiel hier die FX1, dann müssen wir hier unten die 1 auswählen. Und haben dann hier über diese Regler die Möglichkeit, den Anteil in positiver oder negativer Richtung einzutragen. So, und jetzt haben wir hier schon unseren LFO auf Parameter 1 vom 8-Bit-Crusher, an dem, oder ich weiß gar nicht, wie viel Bit das sein sollen, das entscheidet ja hier der Parameter 1, also auf den Bit-Crusher gelegt. So, relativ einfache Geschichte. Und je nachdem, ob ihr jetzt LFO 2 und 3 noch mit benutzt, dann bekommt ihr hier unten eben jeweils das in grün und in blau dargestellt. Seht ihr, wenn ihr ein bisschen genauer hinguckt, dann seht ihr das. Gut. Und ja, das könnt ihr dann eben mit Einheit 2 und 3 analog zu dem Beispiel genauso machen. Sehr schönes Gerät, sehr viel mit möglich. Schaut auch einfach mal in die Patches, die damit kommen für die unterschiedlichen Sachen, Lead Synths oder Pads oder was auch immer. Da sind also wirklich schon mal ordentlich viele Patches drin, die euch dann auch gut zeigen können, was dieses Gerät so alles kann. Okay, lösen wir uns davon und kommen wir zu Gerät Nummer 2, was ich euch gerne vorstellen möchte heute. Gerät Nummer 2 nennt sich wie folgt, Augenblick, ich suche das mal eben raus, ist ein Hilfsgerät. Und es nennt sich Anansi Mid-Side Router. So, dieses Gerät packe ich hier auch ganz demonstrativ in den Insert vom Master, von der Master-Sektion, damit ich euch das mal ganz kurz zeigen kann. Sicherlich das Thema Mid-Side Processing, das habe ich ja auch schon auf meinem Kanal hier thematisiert und erklärt, was das ist. Für alle die, die das nicht wissen, verlinke ich euch das Video dann vielleicht unten nochmal in der Videobeschreibung. Ihr habt jetzt eine Möglichkeit hier, und das ist, daher hat das Gerät ja auch seinen Namen, mit Side Routing vorzunehmen. Das jetzt zum Beispiel hier einfach in der Master-Sektion einmal durchzuführen. Zum Beispiel mit zwei Mischern. Das wäre so die einfachste Variante. Ich muss mal gerade mein Handy hier muten nebenbei. Ihr wisst ja, ist alles spontan, aber sonst klingelt es hier die ganze Zeit. Das wollen wir nicht. So. Oder nehmen wir uns den Master Output meinetwegen. Genau, oder nein, wir nehmen hier den Insert so und legen den hier rein und können jetzt einmal
unser Mittensignal ausgeben und können einmal unser Seitensignal ausgeben und können das Ganze wieder zurückschieben und hier dann wieder den Output. Das wäre jetzt so die klassischste Variante und schon haben wir Mitten- und Seitensignal getrennt und können das natürlich auch getrennt bearbeiten. Dafür ist es da. Was ich euch nur ganz kurz dazu sagen möchte, wie dieses Ding arbeitet. Solange ihr jetzt nichts weiter hier einstellt, werdet ihr nichts hören, denn ihr müsst erstmal sozusagen das Mittensignal durchschicken und das Seitensignal durchschicken oder eben nur eins von beiden. So kann man dann auch hin und her switchen noch. Man kann auch hier mit dem Balance-Regler, wenn man beide ausgewählt hat, nochmal über einen Kanal bzw. über beide Kanäle dann auch am Ende die Anteile nochmal verschieben. Also in Richtung der Mitten hin oder in Richtung des Seitensignals. So, das Besondere, was jetzt dieses Gerät noch mitbringt, ist eben die Möglichkeit, einen Mono-Check zu machen. Das Thema Monokompatibilität ist ja auch immer ein sehr wichtiges Thema in der Produktion. Und so habt ihr hier eben die Möglichkeit, einen Mono-Check zu machen, indem ihr zum Beispiel ein Audiosignal jetzt hier hineinlegt, ABC, und dann könnt ihr also drei Stereopaare reinbringen und könnt einen Mono-Output zum Checken in irgendeinen Mischer legen und müsst dann aber nur wieder darauf achten, dass ihr die Kanäle auch aktiviert, die da durchfließen sollen. Und dann könnt ihr hier mit diesem Regler zwischen Stereo unten und Mono oben hin und her wechseln. Ja, und das Schöne an diesem Gerät ist, es ist noch nicht alles, was es mitbringt. Ich ziehe es mal an tiefer, damit wir es sehen können. Oder jetzt sehen wir es auch nicht besser. Machen wir nochmal irgendwas da drüber. So. Zack, weg damit. So, und da sehen wir hier, wir haben noch einen Merger mit drei Stereopaaren und wir haben noch einen Splitter mit drei Ausgängen. Also wirklich ein Gerät mit sehr viel verschiedenen Möglichkeiten, es zu nutzen. Und wie gesagt, eine sehr einfache Variante ist wirklich für einen Mono-Check zu nutzen, finde ich es sehr, sehr gut, benutze ich auch sehr gerne. Und eben auch eine einfache Möglichkeit für das Mid-Side-Routing. Gut, da gibt es natürlich noch ein anderes kostenloses Gerät, aber ich finde den hier einfach cooler. Okay, so Nummer 3, Kandidat Nummer 3 oder Kandidatin Nummer 3 stammen aus dem Hause Jiggery Pokery, eben wie auch der genannte Anansi Mid-Side Router. Und zwar sind das die Kommentatoren. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Ich habe das auch schon mal in einem Tutorial zum Thema Workflow angesprochen. Es gibt also verschiedene von diesen Kommentatoren. Na, jetzt müssen wir den dritten auch nochmal ins Boot holen. 1, 2 und 3. Und die sind alle unterschiedlich groß. Und die sind dafür da, dass ihr Informationen im Rack niederschreiben könnt. Und das ist sehr sinnvoll, vor allem wenn es eben um das Thema Mixing, Mastering später irgendwann geht, wenn ihr weiter mit eurem Projekt seid und wollt das dann mischen und wollt es vielleicht auch selber mastern, dann könnt ihr hiermit eben gezielt Informationen eintragen und aufschreiben, die zum Projekt irgendetwas Sinnvolles dokumentieren, wie zum Beispiel, dass ihr den Song um -3 dB leiser gemacht habt. Ja, dann könnt ihr das hier einfach festhalten und dann steht das da drin und ist projektspezifisch auch abgespeichert, was ihr da gemacht habt. Ihr könnt dann hier auch noch so ein Bild auswählen am Anfang, um das Ganze zu individualisieren und das klappt eben mit allen dreien. Die sind, wie gesagt, sind einfach nur unterschiedliche Größen. Es gibt also einen, der heißt, ach, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Entschuldigt ganz kurz. So, der heißt TMA 1, TMA 4 und TMA 9. Das sind also diese drei Größen, die es dafür gibt. Ja, die lassen sich dann natürlich auch einklappen alle und so habt ihr dann eure ganzen Infos im Rack gespeichert. Zu diesem Punkt und auch zu diesen Kommentatoren, also sind extrem wichtig, wenn man sich Notizen machen will oder machen muss sogar, finde ich das besser als die lose Blattsammlung auf dem Schreibtisch. Eine Sache vielleicht noch ganz kurz für die Reason 10 User unter euch. Ich habe euch ja letztes Mal schon die Seite Reasonistas gezeigt und den Free Rack Extension Checker vorgestellt, der für euch überprüft, welche Rack Extensions kostenloser Art ihr noch nicht in eurem Reason installiert habt. Und von der gleichen
Auf der gleichen Seite ist quasi vor wenigen Tagen etwas Neues gepostet worden, und zwar die Key Commands für Reason 10 im Combinator. Ich lade das mal ganz kurz rein. Das ist das gleiche Prinzip mit diesen TMA-Kommentatoren, was ich euch eben gerade gezeigt habe. Ob und wie man damit arbeiten kann, bleibt jedem Reason 10-User von euch überlassen. Ich zeige euch das mal ganz kurz, so sieht das dann aus. Da findet ihr alle Key-Commands für Reason 10, also alle Shortcuts drin, und könnt eben hier gezielt dann in diese einzelnen Kommentatoren reingehen und könnt euch das durchlesen. Das einzige Manko, was ich hier so ein bisschen sehe, ist, man hat keine Fragmentsuche. Also wenn ihr entweder das PDF online aufruft mit den, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, Shortcut-Cheats oder so ähnlich, dann könnt ihr natürlich eine Fragmentsuche machen mit Steuerung F und könnt nach einem Begriff gezielt sofort suchen. Das geht auch, wenn ihr das dann im Acrobat-Reader aufmacht, geht das auch. Hier geht das natürlich nicht. Muss man aber schauen, ob man damit arbeiten kann oder nicht. Auf jeden Fall hier sozusagen einmal ein extremer Einsatz dieser Kommentatoren gezeigt. Gut, das wären sie. Schaut sie euch einfach mal an, ladet sie euch mal runter, die drei Kandidaten, und habt Spaß damit. Wenn ihr zufrieden mit meinen Tipps seid, dann gerne wie immer einen Daumen nach oben. Wenn nicht, lasst mir einen Kommentar da, was nicht gepasst hat oder was ich hätte eurer Meinung nach vielleicht noch erwähnen sollen. Und ansonsten würde ich mich am meisten darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden zum Thema Reason. Alles klar. Soweit, so gut. Macht es gut. Bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Euer Maverick.